Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Darksiders 2. Eine weitere DLC-Mission, die Abgrundschmiede. Durchsuche die Schattenlande. Alles klar, das machen wir doch gerne hier. Ne. Sieht ein bisschen heruntergekommen aus. Naja, das ist die Abgrundschmiede. Warum hatte ich den Seenteller ausgewählt? Das muss doch heißen, dass ich den Seenteller ja brauchen werde, oder? Hallo? Ah ja, stimmt. Ich habe hier die neuen Waffen. Aha. Alles klar. Okay, wie komme ich... warte mal. Moment, da drüben geht's weiter. Da drüben geht's weiter. Das heißt, da irgendwo... Zoom. Na schön. Ey. Oh. Das war ein schneller Tod. Ja. Ich war zu schnell. Und somit war mein Tod auch schnell. Komm, probieren Sie Kombination mit Dix und Y aus. Der Sumpf der Furcht. Ah, so, okay, so heißt der Ort. Ich bin da hingegangen deshalb, weil ich dachte, ich hätte sowas wie einen Durchgang gesehen. Moment, also, da schon zu muss da, also hier irgendwo muss doch reingehen. Schon mal an der Klinge probiert? Ich glaube nicht, dass das hier eine Klinge hat. Asche. Okay. Ah, natürlich hier. Wandlauf. Aha. Gut, da habe ich es schon gesehen. Wenn es halt vorne nicht geht, dann nimmt man halt die Hintertüre. Aber was ist, wenn da auch zu ist? Ja, dann nimmt man einfach mal den Seenteiler. Und würde sagen, man stellt sich hier hin. Und macht man mal und man geht, macht dann einfach von innen die Türe auf. So einfach ist es. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Alle, hopp. Gut, da haben wir ihn ja schon. Deshalb hat es mir den Seenteiler angezeigt, damit ich mir nicht zu lange überlege, okay, wie schaffe ich das denn jetzt? Okay, das war's schon. Dankeschön. Nein! Hä? Ha? Hi? Ha? Nein! Alter, weil ich ja jetzt nicht auf meine Füße geachtet habe, leck mich doch die Tasche hier. Muss ich das jetzt nochmal machen oder hat es den Teil gespeichert? Nein, natürlich hat es den Teilpart nicht gespeichert. Wie sollte es auch anders sein, Pa? Na super. Also da hast du wieder was Amüsantes für mich getan. Dankeschön. Ist ja halt gar nicht mein Geburtstag, aber so ein Geschenk. Halt doch den Schnabel. Ach's. Sind wir jetzt wieder in dem Teil? Das war knapp. Sind wir jetzt wieder in dem Teil angekommen, wo wir uns gegenseitig beleidigen? Hä? Ist das wieder so einer dieser Tage? Das kommt auf dich an, mein Freund. Hey, hey, hey. Ich versuche hier noch ein Gespräch zum Laufen zu bringen und da kommst du ja mit zu was. Aber mit was für Themen hier, meine Fresse. Meine Fresse, mein Schnabel. Ach, hör mir doch auf. So. Und diesmal passe ich auf. So. Wandlauf. Dankeschön. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. So. So bereit bin ich. Oh, super, du kannst ihn fast kaputt machen. Hoffentlich kannst du das auch mit den nächsten Dämonen oder was auch immer da auf uns warten wird. So. Schade, dass ich nicht das Zepter und diese Armklingen haben kann. Also, wie sieht der Plan aus? Wir brauchen die Murmel. Ah, wir brauchen die Murmel. Die Eisenschneise. Aha. Na, ja, musst du schon wieder das Porzellan kaputt machen, meine Fresse. So. Okay, also einmal hier. Da hinten hat sich was geöffnet. Du bist so weit. Du kannst nicht weiter. Moment. Ah ne, dann muss es wahrscheinlich... Moment, dann muss ich das anders machen. Damit der Radius weiter ist, muss ich mich hier hinstellen. Ist halt vorteilhafter, wenn die Gestalten sich weiter bewegen können.
Warum eigentlich violett und grün? Ich denke, es hat vielleicht wirklich was damit zu tun, dass da mit den Nephilims sehen, oder? So weit kann ich mich doch gar nicht bewegen. Moment, dann schaue ich mich draußen nochmal um. Moment, das kann es nicht sein. Hm, okay. Vielleicht von hier draußen. Ach, da hinten geht was. Okay. Jawohl, ne, zu ne Tür. Ich habe sie entdeckt. Ich alleine. Hm. Okay. Jetzt schaue ich mal. Im Grunde müsste es so gehen. Da geht die Klappe auf. Moment, kann ich die vielleicht herziehen, die Statue? Nein, kann ich nicht. Vielleicht gibt es hier irgendwas, mit dem ich die Statue bewegen kann, wenn ich mich draufstelle. Dass ich sozusagen dann die Statue dann mit reinziehen kann. Ja, weil zeitlich passt es hier nicht. Vielleicht, wenn ich mich hier hinstelle und dann... Vielleicht ist dann der Radius besser. Könnte ja sein. Okay, dann stellt sich dann die eine Seele hier hin. Und die andere geht dann rein. So. Solange ich im Radius der Statue bin, sollte es machbar sein. Okay, jetzt wird mir nicht gleich schwummrig, okay? Nein, halt durch. Ja, hey! Mein Gott, ich hab mein... Hat es jetzt gerade echt geklappt? Ich habe wirklich logisch nachgedacht und es hat zur Lösung geführt. Okay. Meine Fresse. Ich habe was erreicht. Meine Güte. Das hat doch sicher deinen ganzen Verstand jetzt aufgebraucht. Gut. Die eine Seele da unten. So, stell dich hin. Sei schön. Okay. Und du holst die Murmel raus. Hm. Auch wenn es vielleicht nicht deine Lieblingsbeschäftigung ist, es muss sein. Okay, ja, ich muss mich unten hinstellen, habe ich mir schon gedacht. So. Ich habe das Gefühl, ich hätte es auf eine andere Weise so machen müssen. Aber naja. Wenn es klappt, dann klappt's halt. So. Und du holst jetzt die Murmel raus, damit es endlich hier weitergeht. Aha. Gerade so an der Schmerzgrenze. Alle ab. So. Da haben wir ja schon die schöne Murmel. Ja, da. Und damit ihr uns hier nicht entgleitet, rein da. Wahrscheinlich geht eine Brücke auf. Hahaha. Ja, super. Über 7 Brücken musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. Muss es echt sein, heute mit dem Singen da schon. Ja. Ein Besucher? Ich fürchte, mein Haus ist ziemlich un... Sprich deutlich, wenn dir dein Leben lieb ist. So wie... Oh. Wie unhöflich von mir. Ich bin ein Schmied, ein Visionär, ein Architekt, ein Bildhauer, Macher von Meist. Und du musst ein Agent der Erschaffer sein. Sie haben mich hier für tausende von Jahren gefangen gesetzt. Jetzt glauben sie, mein Tod wird ihre Schuld mindern. Doch ich vergebe ihnen nicht. Ihrer Schmied? Alter, was habe ich dir getan? Ich kenne dich doch gar nicht. Alter! Oh, das war gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh gegen den kämpfen muss. Komm mal her! Nicht genug Zorn. Und das sagst du mir in dem Moment, wo ich angreifen will. Warum? Alter, du hast eine eisenharte Faust, du. Ich brauche mehr Zorn. Alter, ich glaube, ich sollte den Handschuh, den Todesgriff nicht nehmen. Alter, nein, wechseln. Yep.
Na warte, wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Aha. Ich glaube, ich sollte lieber zum Hammer greifen. Zum Eisenhammer. Oder zum Dreizack. Nehme ich den Dreizack. Komm schon. Da. Nicht aufgepasst hier. Oh, Backe, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, das sagst du mir immer wieder. Aha. Na warte, dich kriege ich was. Ich habe so das Gefühl, ich muss noch ein zweites Mal gegen ihn kämpfen, oder? Der gibt mir dann irgendeinen Auftrag. Komm her! Ah. Warum? Warte, bitte. Du musst... Du hast mich angegriffen, Schmied. Dein Wahnsinn hat... Verrückt bin ich? Du weißt gar nicht... Wir dürfen uns nicht von unseren Instinkten leiten lassen. Wir können uns gegenseitig helfen. Beantworte meine Fragen, dann halte ich meine Hand bei mir. Ich frage nicht noch einmal, wo sind wir? Dies ist das Schattenland. Eine Leere zwischen dem Baum des Lebens und dem Baum des Todes. Ein eher angenehmer Ort für einen Besuch, oder? Oder für ein Äon der Gefangenschaft. Wenn du so ein Genie bist, warum bist du nicht entkommen? Der Weg ist für einen Schmied, wie ich es bin, kein Hindernis. Aber die Erschaffer haben das Portal versiegelt. So hatte ich zumindest angenommen. Die Macht des Verderbens hat das Schloss deines Gefängnisses aufgebrochen. Aber wie ich kann... Oh Götter, was wird... Halt, Moment, nicht gehen! Du musst mir helfen! Warum? Mein Meisterwerk, es bedroht zahllose Welten. Die Abgrundschmiede ist ein fühlendes Wesen aus lebendigem Stein und hat eine unerbittliche Armee geschaffen. Wenn das Siegel des Portals durchbrochen ist, dann werden die Schöpfungen der Abgrundschmiede die anderen Reiche angreifen. Und was geht mich das an? Du verstehst nicht! Ich habe die Abgrundschmiede geschaffen, um die Macht des Abgrunds nutzbar zu machen. Sie lebt, sie brütet. Sie schafft Kreationen, die noch weitere Abgrundschmieden bauen können. Doch nun, anders als ich, ist die Abgrundschmiede völlig durchgedreht. Ihre Kreationen vernichten alles, was sich in ihrem Weg befindet. Du hättest dich an den Mächten des Abgrunds nicht zu schaffen machen sollen. Du musst es rückgängig machen. Ich habe es versucht, doch ich kann es nicht. Verdammt seist du. Was muss also getan werden? Zuerst musst du von dieser Insel entkommen. Die Gewässer hier sind für dein lebendiges Fleisch tödlich. Ich kann dir jedoch einen Talisman machen, der dich schützt. Doch dafür musst du mir die richtigen Materialien bringen. Alles klar, ich soll jetzt also Chaos-Erz einsammeln. Dies ist jetzt also die Aufgabe. Das mit der... Ach, da muss ich also am Schluss hin. Das mit der lebenden Abgrundschmiede, das hat mich jetzt stark an Maschinen für Pix erinnert, wo da auch die Maschine ein Bewusstsein hat. Moment, hier wollte ich mir nur in die... Wo habe ich die denn? Da, meine Blitzsensen. Gut. So, Arschu, du zeigst mir schon den nächsten Teil an. Wenn du rüberkommst. Komme ich aber nicht. Da geht nur der Weg mit der Brücke. Eine lebendige Schmiede, die verrückte Kreation macht. So welche wie Gorn vielleicht? Könnte gut sein und der war ja schon wahnsinnig. Komm doch her. Nein! Oh, du blöd. Die blöde Mücke hat mich da reingelotst. Das war nicht der Plan. Ja. Also, wie ich ein Charakter in Darksiders 2 wäre, ich wahrscheinlich auch der verrückte Schmied.
Das ist Chaoserz? Okay. Aber wie komme ich da hin? Was schwirrt da? Babum! Komm niemals einem Mann zu nahe, der eine Pistole in der Hand hat. Sonst passiert nämlich sowas. Oh, Zortrank. Sehr schön. Money! Danke. Wo gehe ich eigentlich gerade lang? Ich schaue mich hier einfach nur ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja was. Vielleicht gehe ich sogar den richtigen Weg. Natürlich zu der Truhe. Mein Gefühl. Tut mich niemals trügen. Aha, neue Sachen. So viele neue Sachen. Neue Handschuhe, okay. Ganz schick, aber ich möchte über die mit der... Wo sind jetzt die mir Erfahrung geben? Hier, dankeschön. Moment, hat sich jetzt eigentlich was geändert? Nein, also anscheinend ist es so, dass ich jetzt keine Erfahrung mehr bekomme. Ab 22. Schade. Wenn es wirklich so klappt, dann gibt es hier auch ein New Game Plus. Das heißt, ich kann mit all dem, was ich gesammelt habe, dann einen neuen, sozusagen, das Spiel nochmal von neu starten. Aber halt dann, sozusagen, also die Story von neuem, aber mit all den Fähigkeiten, was ich gesammelt habe. Das meine ich. Aber ich dachte, sollte eigentlich möglich sein, bis Level 30 zu trainieren. Naja. Alles klar. Chaoserz, I am absorbed. 6 to go. So. Das ging ja schnell, also da hast du gut aufgepasst, wo ihr alle siehst. Naja, was heißt aufgepasst? Ich bin einfach meinem Instinkt gefolgt. Und hab zum Beispiel auch einen Zorntrank jetzt entdeckt. Die Blitzsensen und der Dreizack passen gut zusammen, finde ich. Alter, das sieht cool aus. Jäger der Schmiede. Hey, kannst du dich nicht bewegen? Achtung, pass mal auf hier. Aha. Verdammt. Aha. Da warte, noch einer. Kommt her. Ich hätte mir die aufheben sollen, die Reaper-Gestalt. Meine Fresse. Babum. Ha, 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 ha. Heiß, 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 heiß. Heiße Sache, heiße Sache. Heiße Sache. Ja, hier hast du Zorn. Ich kann dir was abgeben. Babum. Ohne Rücksicht auf Verluste. Aha. Babum. Mitten in your face. Ja? Na, warte. Aha, gestunt hier. Gib mir all die Schuhe, die mir so gut gefallen. Alright. Gut. Ist es eigentlich jetzt gut, dass wenn ich jetzt weiß, dass ich keine Erfahrung mehr bekomme, kann ich mich dann für den nächsten Part erstmal ein bisschen umkleiden, dass ich dann sozusagen für den Kampf besser geeignet bin. Wo ist das Teil jetzt aufgegangen? Ah, da hinten, okay. Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Ja. Hätte mir auch einer sagen können, dass da oben was ist. Moment. Hallo, hopp. So. Aha. Okay, wir brauchen also wieder eine Bombe. Wo ist die Bombe? Moment, kann ich da rüber? Aha. Ah, Truhe. Oh, das ist eine große Truhe. Haha. Und die kriegt mir so schön zu auf. Ja. Unmöglich. Ja, schon wieder ein paar Sensen. Alle Sensen voll, echt? Was tue ich dann? Dann tue ich die tödliche Sense weglegen. So, was habe ich denn für eine aufgenommen hier? Sense des Infernos, das ist ja gut. Ich möchte mir ja... Ich habe ja noch die, wo ich... Feuersensen. Brauche, okay. Sensitive Sense des Infernos. Bitte, Dankeschön.
Gut, kann ich erstmal nichts weiter nutzen. Okay, da ist der Stein. Kann ich das einfach zerschlagen? Könnte sein. Okay, ich kann es einfach zerschlagen. Chaos Erz. 2 von 7. 5 to go. Gut. Wo geht's denn jetzt weiter? Hallo? Na, Asche. Jetzt kannst du mal wieder glänzen hier. Zeig mir mit deinem Spürschnabel, wo das Chaos Erz zu finden ist. Na, mehr doch. Immer doch. Aha. Okay. Doch wieder hoch? Moment. Dann habe ich was verpasst. Ist irgendwie gerade ein bisschen leise, habe ich das Gefühl. Moment. Wo geht's denn hier? Ich habe doch das Chaos Erz schon. Du siehst so purple aus. Alles gut? Ja, ja. Ich wollte mich nur ein bisschen umgewöhnen. Ja, ja. Neuer Farbton. Sieht doch lässig aus. Moment, muss ich da durch? Ne. Dann heißt es dann einfach wieder zurück. So, irgendwo muss es ja weitergehen. Irgendwo muss das nächste Erz zu finden sein. Erz, Erz, immer so Erz. Gut, jetzt Asche, zeig mir den Weg. Was siehst du? Doch wieder da rein. Gut, meine Damen und Herren, ich werde mal schauen, ob mit Asche alles in Ordnung ist. Und dann werden wir weiter nach Chaos-Erz suchen. Und ich stehe gerade in der Treppe drin. Tut mein Knie dabei nicht gut. Falls Ihnen dieser Part gefallen hat von Dark Souls 2, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns in der Fortsetzung wieder. Ich bin der 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.